Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Truchanow, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Odessa, die Stadtgründungsfeierlichkeiten sind immer ein tolles Fest, ein tolles Ereignis. Ich durfte ja schon ein paar Mal dabei sein und kann mich so gut erinnern an die Gastfreundschaft, an die Herzlichkeit der Odessiten. Und ich wäre auch in diesem Jahr sehr, sehr gerne nach Odessa gekommen. 2020, ein Jahr, in dem wir eigentlich unser 30-jähriges Jubiläum unserer Städtepartnerschaft feiern dürfen. Natürlich wäre ich gerne gekommen. Aber leider, 2020 ist ein besonderes Jahr. Wir haben die Corona-Epidemie und die Reisebeschränkungen ermöglichen es mir in diesem Jahr nicht, in Ihre wunderschöne Stadt zu kommen, was ich sehr, sehr bedauere. Aber 30 Jahre Städtepartnerschaft, das ist auch ein schöner Anlass, um zurückzublicken auf die Erfolge unserer Freundschaft. Und wir haben große Erfolge. Wir haben viele Projekte vorangebracht. Die Freundschaft ist gewachsen. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich Sie einmal wieder persönlich und vor allem, wenn ich Ihre schöne Stadt Odessa wieder einmal selber besuchen kann. Und wir werden alle Jubiläumsfeierlichkeiten dann nachholen können, wenn uns die Corona-Epidemie es wieder erlaubt, wenn wir sie besiegt haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt ein wunderschönes Stadtfeierlichkeits-, Stadtgründungsfest-Jubiläum und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Schöne Grüße aus Regensburg nach Odessa. Wiedersehen.